Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für das Vertrauen vom FFD, ihr habt es gehört. Ich bin keine Künstlerin, ich komme nicht vom Theater oder so. Ich bin Fan vom FFT und eben Literaturwissenschaftlerin und eben Publikum. Und diese Perspektive werde ich auch einnehmen und versuchen, meine Gäste ins Gespräch zu bringen. Aber ich glaube, das schaffen die sowieso schon total gut alleine. Jetzt stelle ich die erstmal alle vor. Ich freue mich, dass ihr da seid. Neben mir zur Rechten die Rahel, Rahel Gloria Spörer. Sie hat 2015 gemeinsam mit Bel Santos und Magdalena Emmering und Jana Eva Tönnes die Agency gegründet. Und an der Stelle frage ich sofort, wer hatte denn die Möglichkeit, Donnerstag oder Freitag, genau, Perfect Woman zu sehen? Okay, das ist gut. Also ungefähr die Hälfte der Leute wissen so ein bisschen, was die Agency macht, aber wir sprechen dann nachher noch länger drüber. Die Agency interessiert sich für die Narrative des Neoliberalismus, postpragmatische Solutions, die Ästhetik der Überaffirmation, Hardcore-Fiction und Post-Internet-Intimacy. Dazu nachher noch viel mehr. Heute kann nicht dabei sein, leider, die Marielle Chavan von Henrique Iglesias, ein queerfeministisches Theaterkollektiv aus Berlin und Basel. Und deswegen versuchen Janne und ich, nämlich ein bisschen trotzdem Henrique Iglesias hier auf der Bühne sozusagen mitzudenken und mit auch über die zu sprechen. Marielle ist leider krank geworden. Janne, schön, dass du eingesprungen bist und dass du da bist. Janne Eschmidt hat Sonderpädagogik, Kunst und Deutsch an der Uni Köln studiert und arbeitet dort heute als Lehrbeauftragte für besondere Aufgaben am Institut für Kunst und Kunsttheorie. Ich finde, die Abkürzung ist noch besser. LFBA. Einige kennen sie offensichtlich von der Uni, ne? Das ist gut, ja. Im Lernbereich ästhetische Erziehung und im Projekt Arts Education in Transition. Vielleicht erklärst du uns mal ein bisschen deine Interessenschwerpunkte, woran du forschst, woran du arbeitest. Ja, was sind diese besonderen Aufgaben? Genau, ich bin Lehrende an der Uni Köln und vor allen Dingen eben schwerpunktmäßig in diesem Lernbereich ästhetische Bildung. Das, was mich da eigentlich hingetrieben hat, ist mein eigenes hybrides Dasein irgendwie zwischen Kunst und Pädagogik oder auch mal mit diesem Interesse für Kunst und für Bildungsprozesse. Und ja, meine Schwerpunkte darin sind eigentlich zum einen, also ist vielleicht eine Haltung, die auch eine feministische Haltung ist, weil ich lange in der feministischen Medienarbeit gearbeitet habe und quasi mich vor allen Dingen frage, wie kann sozusagen eine feministische Pädagogik aussehen, und ich komme immer mehr dahin, das ist für mich auch eine Form der performativen Pädagogik. Das heißt, ja, ich beschäftige mich viel mit Prozessen performativer Bildung. Und genau, ich bin vielleicht nur kurz für dieses Einspringen auf diesen Stuhl, wo eigentlich Marielle hätte sitzen sollen. Ich habe vor einem Jahr mit einer Kollegin zusammen eine Art Summer School im Frühling, eine Spring School veranstaltet, wo Marielle und Sophia von Henrique Iglesias auch da waren als Künstlerinnen und einen Workshop angeboten haben. Und nachhaltig, würde ich sagen, viele Studierende geprägt haben und sozusagen bei uns immer noch so auratisch durch die Flure wabern. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen auch an Chris Köber. Sie ist Journalistin und Autorin. Und danke, dass du das Missy Magazine mitbegründet hast, 2008. Genau. Ein Highlight auf dem Printmarkt. Bis 2014 war sie da auch Chefredakteurin und auch Redakteurin bei Wired Germany. Eigene Formate hat sie dort entwickelt. Sie ist Autorin für viele Zeitungen von Taz über Zeit, Spiegel Online und so weiter. Aber auch als Redakteurin von Netzpolitik.org schreibt sie über verschiedene Themen, die ich jetzt gar nicht nennen möchte, weil sie uns einige davon mitgebracht hat. Außerdem ist sie Dozentin in Berlin und in Hamburg an der Uni. Okay, jetzt würde ich sagen, du hast uns ja Input mitgebracht, unser Thema heute. Da ich die Anmoderation nicht mitbekommen habe, weiß ich nicht, ob ich jetzt wiederhole. Girls im Netz, Hacking, Feminismus und Performance. Und wir steigen einfach mal mit Chris ein und gucken, was du dabei hast. Ja, vielen Dank.
Soll ich das Mikrofon verwenden? Brauchen wir das? Oder? Alles klar. Ich komme nicht vom Theater, sondern habe einen journalistischen Hintergrund und schreibe aber eigentlich jetzt seit geraumer Zeit oder beschäftige mich viel mit dieser Schnittstelle von Technologie und Diskriminierung, Unterdrückung oder im weitesten Sinne Machtkämpfen entlang von Technologien, würde ich sagen. Und beschäftige mich auch in der Arbeit jetzt bei Netzpolitik, für die ich schreibe, viel mit Schnittstellen oder beobachte gerne, wie Technologien häufig dazu eingesetzt werden und erstmal ausprobiert werden an Menschen, die vielleicht marginalisiert sind, weniger in der Lage sind, sich zu wehren auch dagegen. Also Kinder zum Beispiel oder Geflüchtete oder manchmal auch Frauen, Sexarbeiterinnen oder generell marginalisierte Personen, die vielleicht auch einfach weniger leicht ihre Stimme erheben können, um sich dagegen aufzulehnen. Dass so eine Art Experimentierfeld ist, ist oft mein Eindruck, um dann Dinge, die später uns alle betreffen werden, erstmal auszutesten. Insofern lohnt es sich auch sehr, diese Bereiche anzuschauen, finde ich. Und ich habe jetzt aus meiner Arbeit versucht, drei Beispiele mitzubringen. Es soll ja heute in der Diskussion um Bilder von Frauen gehen und wie eben Technologien und das Netz genutzt werden können, um vielleicht einerseits eben queere oder auch feministische Bilder zu transportieren oder generell feministisch eben sich zu ermächtigen. Und ich finde aber interessant, wie dieser Raum, der eben kein anderer Raum ist, sondern ja auch einfach nur Teil unserer Gesellschaft, eben auch dazu genutzt wird, um Auseinandersetzungen um Macht zu führen. Und diese ganzen Fragen von Sichtbarkeit, wer ist eigentlich sichtbar, wer ist unsichtbar, wer hat Macht und wer hat vielleicht weniger davon, eben sich auch dort stattfinden, auf anderen Bühnen als Theaterbühnen. Ich fange einfach mal an. Das erste Beispiel, das ich gerne vorstellen möchte, ist die Künstlerin, eine Arbeit der Künstlerin Amalia Ullmann. Es ist eine argentinischstämmige Künstlerin, die inzwischen in L.A. lebt. Vielleicht einfach nur mal als Eindruck, wie viele von euch kennen die oder kannten sie vorher? Genau, also es war ja doch eine relativ bekannte Arbeit, aber vielleicht, ich erzähle noch mal kurz, worum es ging für die anderen. Also ganz generell, wenn ich zu schnell rede oder irgendwelche technischen Begriffe oder Apps oder was auch immer nenne, die ihr nicht kennt, dann fragt bitte. Also es ist, ich versuche immer möglichst gut zu erklären, aber manches rutscht mir dann vielleicht auch durch. Ich muss auch sagen, der Altersdurchschnitt ist erheblich niedriger als das, worauf ich mich vorbereitet hatte. Ich war mir nicht sicher, wie viel ich jetzt werde erklären müssen. Im Moment habe ich den Eindruck, für euch wahrscheinlich sowieso nicht so viel, aber bitte fragt oder sagt dann Bescheid, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Amalia Ullmann ist bekannt geworden mit einer Performance, die sie gemacht hat auf Instagram. Und zwar hat sie im Jahr 2014 drei Monate lang auf Instagram diese Performance aufrechterhalten und im Grunde eine Erzählung, also so getan von einer Frau, einem Mädchen, sie war damals Anfang 20, eine junge Frau, die nach L.A. kommt und erstmal so ein bisschen so als Landei relativ brav wieder herkommt und sich dann aber halt zu so einem sexy, erfolgreichen Model entwickelt. Ich zeige euch mal einfach ein paar exemplarische Bilder, wie Instagram-Feed aussah. Also das war jetzt eher schon zu einem späteren Zeitpunkt, da ist quasi schon eher so ein bisschen so verruchter, ne? Man sieht so vielleicht sogar Drogen im Spiel, auf jeden Fall Third Wave Kaffee und schöne Blumen und so. Und das hier war eher ein Beispiel, wie es anfangs aussah in dem Stream. Das ist vielleicht eher noch so ein bisschen, also auch da schon der Versuch, sich jetzt sehr sexier zu inszenieren, aber halt auch unschuldig, ne? Die Söckchen, ein bisschen das Mädchenhafte, das Brunch. das alles haben sehr viele Leute im Netz verfolgt. Sie hatte zum Schluss so 90.000 Follower, was jetzt heute gar nicht mehr so wahnsinnig viel wirkt, aber im Jahr 2014 doch eine ziemlich beachtliche Zahl war. Und die Leute dachten die ganze Zeit, aber sie folgen tatsächlich einer realen Person. Also Amalia Ullmann ist auch eine reale Person. Aber sie hat dann nach drei Monaten eben aufgedeckt, dass es eine geskriptete Performance war, die sie akribisch vorbereitet hat, die sie mit großem Aufwand betrieben hat,
sie hat sich eben in Luxushotels eingeschlichen, um dann halt eben diese Fotos von schicken Hotels, von sich in schicken Hotels zu machen. Sie hat sich komplette Outfits bei H&M gekauft und die dann am nächsten Tag zurückgebracht. Also es war alles im Grunde eine sehr, sehr durchgeplante Performance, die sie dort veranstaltet hat, und hat das eben nach 3 Monaten erst aufgelöst. So. Ich war ganz, das Magazin ID hat damals das über sie geschrieben. Also das ganze, die Idee war, so eine Art zeitgenössisches Märchen zu erzählen von diesem braven Mädchen, das dann eben sich in dieses verruchte Model verwandelt und damit im Grunde vorzuführen für so ein Publikum, wie das funktioniert und wie uns halt Filme, Musikvideos und so weiter diese Erzählung liefern. Der interessante Turn danach war dann noch, dass 2 Jahre später diese Arbeit als, soweit ich weiß, erste Instagram-Arbeit in der Tate Modern in einer Ausstellung gelandet ist. Also damals eben auch deswegen die Frage des Telegraph, damals ist das the first Instagram Masterpiece. Im Grunde sie hat es dann mit dieser Performance im Netz in eines der renommiertesten Kunstausstellungshäuser noch reingeschafft. Das zweite Beispiel kommt aus einer ganz anderen Ecke, finde ich aber auch sehr interessant in diesem Zusammenhang Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit und Macht, Auseinandersetzung um Macht im Netz oder im Digitalen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch Snapchat, die App. Wer von euch kennt Snapchat? Ja, okay, alles klar. Also genau, eine App, die dadurch bekannt geworden ist oder sehr berühmt geworden ist, dass sie eben die Bilder sich automatisch quasi nach dem Verfallsdatum löschen. Und was aber vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass Snapchat sich in der vergangenen Zeit auch als einer der Orte herauskristallisiert hat, an denen Sexarbeiterinnen im Netz arbeiten. Also das Netz war eigentlich schon immer da ein Ort, an dem sich Sexarbeiterinnen auch organisiert ist das falsche Wort, weil weniger untereinander organisiert, aber quasi ihre Arbeit organisiert haben, so dass sie für sie weniger gefährlich ist, also zum Beispiel und auch unabhängiger arbeiten konnten und zum Beispiel eben nicht auf Bordelle oder irgendwelche oder eben sich nicht auf die Straße stellen mussten, sondern diese Technologien genutzt haben, um für sich ein sichereres Arbeiten zu organisieren. Insofern waren Sexarbeiterinnen eigentlich auch immer als Pionierinnen bei der Nutzung von neuen Technologien mit dabei. Das finde ich auch sehr interessant. Oft aus Not oder Notwendigkeit heraus. Aber das Neue oder eine der neueren Entwicklungen ist eben, dass halt Snapchat angefangen wurde, dafür zu nutzen, dass Leute sogenannte Premium-Accounts auf Snapchat eingerichtet haben. Premium heißt erstmal nur, das Account ist geschlossen. Also ein privates Account, das quasi nur für einzelne andere zugänglich gemacht wird. Und dann wird irgendein anderer Kanal, zum Beispiel Twitter, dafür genutzt, um dafür Werbung zu machen. Und dort posten die Frauen dann zum Beispiel eben so Preislisten. Man kann sich da halt minutenweise einkaufen für so und so viel Dollar. Man kann auch eine bestimmte Zahl von Nacktbildern sich kaufen. Oder den komplett quasi die Flatrate für alle Zugänge, irgendwie für einen bestimmten Pauschalpreis im Monat oder so. Das gibt es erstmal. Und dann gab es im vergangenen Herbst eine interessante Entwicklung, dass in den USA über das dortige Thanksgiving-Wochenende, also einer der größten Feiertage, Menschen im Netz angefangen haben, sich in Foren zu organisieren und eine Art Kampagne gegen diese Sexarbeiterinnen lanciert haben. Die Kampagne nannte sich Thought Audit. Also Thought ist war mir bis dahin auch nicht bekannt, ein Schimpfwort, ein Kürzel für That Hoe Over There, also ein frauenfeindliches Schimpfwort quasi. Und die Idee war, irgendjemand hatte die brillante Idee, dass man diesen Frauen auf Snapchat doch prima beikommen könne, indem man sie bei der US-amerikanischen Steuerbehörde anschwärzt, bei der IRS. Und dazu wurde dann eben auch auf diversen Foren, auf Reddit und so weiter, wo man sich halt eben für die dreckigen Dinge im Internet gerne organisiert, aufgerufen. Und es gab dann tatsächlich eine große Kampagne, wo sich viele Leute daran beteiligt haben und dann eben auf Twitter auch die ersten, dann
Frauen oder die Sexarbeiterinnen anfingen, sich darüber zu beschweren und dann festgestellt haben, das trifft sie eben nicht alleine. In einem weiteren Turn hat dann irgendjemand gemerkt, wenn man die jetzt bei der Steuerbehörde anschwärzt, das dauert viel zu lange. Viel effektiver ist es, wenn wir sie bei PayPal melden, denn diese Zahlungen werden über PayPal abgewickelt und PayPal erlaubt in seinen Nutzungsbedingungen nichts, was irgendwie mit Adult Entertainment, in Klammern Sex, zu tun hat. Insofern bedeutet das, dass PayPal diese Konten mit sofortiger Wirkung sperrt, und das ist auch passiert und war sehr effektiv, und im Grunde ist dann innerhalb von ungefähr einer Woche wurden halt sehr, sehr vielen Sexarbeiterinnen einfach ihre PayPal-Konten gesperrt, womit dann ihre Möglichkeiten zum Erwerb dann quasi zunichte gemacht worden sind auf diesem Weg. Finde ich ein interessantes Beispiel, wenn wir eben über, also abgesehen davon, dass auch in den Performances, über die wir sprechen werden, es auch um Camgirls und Sexarbeit auch geht, wollte ich eben ein Beispiel aus diesem ganzen Bereich Sexarbeit auch mit reinbringen, weil ich finde, es ist einer der Bereiche ist, in dem man am besten auch erkennt, wie, dass es eben um Auseinandersetzung, um Machtauseinandersetzung geht, dass es auch einfach nur ein Teil der Gesellschaft ist und dass vor allem Technologie an sich zwar bestimmte Probleme lindern kann, aber nicht per se lösen wird. Also solange wir zum Beispiel das Stigma haben, dass mit Sexarbeit, dass Sexarbeit anhaftet, sind Sexarbeiterinnen auch weiterhin sehr verletzlich gegen genau solche Kampagnen, weil sie gezwungen sind, sich auf welche Art auch immer zu verstecken, vor ihren eigenen Familien, vor der Steuerbehörde, wem auch immer. Also solange es eine illegale, stigmatisierte Tätigkeit ist und wir das gesellschaftlich nicht aufgelöst haben, wird auch das Netz oder werden digitale Technologien da höchstens Linderungen bringen können. Und das letzte Beispiel, das ich dabei habe, ist aus dem Bereich Algorithmen. Hier, wo seid ihr? Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dann den Workshop morgen zu sehen. Also es geht um maschinelles Lernen und ein besonderes Anwendungsfeld des maschinellen Lernens, das sehr wichtig werden wird, also heute schon wichtig wird und wo eben mehrere Leute sagen, das wird eine sehr wichtige Technologie sein in Zukunft, nämlich die Gesichtserkennung. Und da gibt es eine Forscherin am MIT, Joy Boulamvini, die eben primär zu Gesichtserkennung, vor allem den Fehlerquoten von Gesichtserkennung, forscht. Also es ist heute schon so, dass IBM, Google, Amazon und sehr viele andere, auch erstmal weniger bekannte Startups, Software oder Algorithmen trainieren, um Gesichter zu erkennen und das als Produkt, als Dienstleistung auch anbieten. Also in den USA ist das zum Beispiel eine Dienstleistung, die Amazon auch an Polizeibehörden verkauft. Also die nutzen das schon mal, um mit Bodycams ausgestattete Polizisten, die dann eben gleichzeitig mit diesem, also die Bodycams mit diesem Algorithmen und der Software ausgestattet sind und dann eben Leute erkennen können, zuordnen können. Es wird bei Großveranstaltungen genutzt, wo es um Sicherheit geht und Zugang. Es läuft in Berlin ein Pilotprojekt, auch in Deutschland, am Bahnhof Südkreuz, wo es darum geht, eben Menschen, die in diesem Bahnhof unterwegs sind, mit automatisierter Gesichtserkennung zu identifizieren. Und Joy Boulamvini, sie ist eben Forscherin in dem Bereich, aber vor allem auch Aktivistin. Und zwar hat sie verschiedene von diesen Gesichtserkennungssoftwares getestet und dabei festgestellt, dass die sehr viel schlechter abschneiden, wenn es um die Gesichter von Frauen geht und von nicht weißen Menschen. Also sie selbst ist ja schwarz. Und hat an ihrem eigenen Beispiel auch gezeigt, wie dann eben verschiedene Gesichtserkennungssoftware, also dort, wo jetzt dieser gelbe Kasten ist, sollte eigentlich so eine Matrix sein, wo ihr Gesicht erkannt wird. Offensichtlich erkennt die Software ihr Gesicht aber nicht. Erst in dem Moment, wo sich eine weiße Maske aufgesetzt hat, hat das dann funktioniert und die Software erkennt tatsächlich ihr Gesicht. Man könnte jetzt sagen, naja, wenn das in Zukunft, sollten Dinge schlecht laufen, da siehe Beispiel China, wird ja mal als dystopisches Beispiel gebracht, da werden schon eben mit Überwachungskameras im öffentlichen Raum und solcher Software wird ja eben Massenüberwachung auf der Straße gemacht, eine verfolgte Minderheit, Uiguren, unter anderem im ganzen Land damit getrackt. Da könnte man ja sagen, ist doch prima, wird es eigentlich ein Vorteil sein für Frauen und nicht weiße Menschen, wenn sie in Zukunft nicht von dieser Software erkannt werden. Ist aber nicht so, wenn man sich anschaut, das wird heute schon an mehreren Flughäfen für die
für die Passkontrollen eingesetzt. Es gibt schon Gebäude, wo man eben statt mit dem Schlüssel quasi mit seinem Gesicht reinkommt. Und es wird an sehr vielen Stellen in Zukunft eingesetzt werden. Und wenn man eben nicht erkannt wird, werden einem dadurch auch durchaus auch Nachteile entstehen. Dann ist, ja, sie hat eben mit ihrer Forschung, sie sieht sich eben auch in einer aktivistischen Rolle und fordert, also hat eine Organisation gegründet, die Algorithmic Justice League, und weist eben auf diese hohen Fehlerquoten hin und hat es tatsächlich geschafft, dass die großen Anbieter nach der Veröffentlichung dieses wissenschaftlichen Papers auch angefangen haben nachzubessern und jetzt auch erheblich bessere Quoten haben, weil sie die Algorithmen jetzt eben nicht mehr nur mit männlichen und weißen Gesichtern trainieren, wodurch dieses Problem zustande kommt, sondern anscheinend darauf achten, dass die Daten, die da reingefüttert werden, eben auch besser abbilden, wer da eigentlich, oder einfach einen besseren Querschnitt abbilden der Gesellschaft quasi. Ja, genau, auch da nochmal ein, genau, und auch hier eben Joy Boulevini, die dann auch auf einer Bühne sehr bekannt geworden ist, weil sie einen der meistgeklickten oder meistgesehenen TED-Talks eigentlich der vergangenen Jahre zu genau diesem Thema gehalten hat. Und ich glaube, genau dieses Spannungsfeld, und dann schließe ich damit auch, fand ich ganz interessant sozusagen, sehr zu gucken, wo haben wir, also wir sind hier im Theaterzusammenhang, wo es darum geht, dass wir eben genau diese ganzen digitalisierten Diskurse ins Theater reinholen. Aber ich finde es gleichzeitig auch interessant, eben wie Performances oder durchaus theatrale Dinge auch in das Digitale reingehen, zum Beispiel dann eben auf Instagram stattfinden, wie bei diesem Beispiel, wie das mit Amalie Ullmann, oder eben auf TED-Bühnen, wo dann Aktivistinnen über diese Zusammenhänge auch sprechen und dann andere Leute das wieder im Netz streamen. Also ich glaube, es gibt da sehr viele vielfältige Überschneidungen und ich hoffe, dass wir darüber jetzt weiter noch sprechen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Chris, für das erste Input. Und wir haben uns gedacht, dass Rahel jetzt was über ihre Arbeit bei The Agency erzählt, denn das war auch ein wunderbares Beispiel gerade mit der Amalie Ullmann, du hast das genannt, Selbstinszenierung als Skript. Und da habe ich sofort eigentlich an eure Arbeit auch gedacht. Ich hoffe, zu Recht. Gucken mal, wie ihr genau damit umgeht, mit der Selbstinszenierung. Ja, ich fange mal ganz analog an. Ja, ich fand es jetzt ganz spannend, dass du eben gefragt hast, inwiefern kann eben Instagram oder bietet YouTube eine Bühne, gerade bei Amalie Ullmann, um eben auch zu fragen, inwiefern produzieren wir unsere Subjektivität oder unsere Identitäten in diesen Medien. Und das ist durchaus auch eine Frage, die die Agency beschäftigt. Also wie formen sich Subjekte, wie formen sich unsere Emotionen, unsere Meinungen, politischen Haltungen in einer postdigitalen Gesellschaft, in einer neoliberalen Gesellschaft. Und das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt, dass wir in unseren Arbeiten durchaus fragen, genau, postdigitale Gesellschaft, ich würde sagen, wir setzen diese permanente Verwebung von digitaler Welt und analoger Welt, die setzen wir und fragen weiter, was heißt aber, wenn eben diese digitalen Techniken zum Beispiel in den Händen von Großkonzernen sind und dort geprägt werden, wenn die eben sich in einer neoliberalen Gesellschaft formen und gestalten. Genau, ich würde kurz über Perfect Romance sprechen, weil wir das hier gezeigt haben. Das ist einfach die Homepage, die ihr hier seht, zu der Inszenierung Perfect Romance, die eben viele von euch gestern gesehen haben. Und das ist vielleicht schon mal so ein erster Punkt, zu fragen, wie kann man im Theater an einer postdigitalen Gesellschaft arbeiten, wie kann man das reflektieren. Genau, und das Erste, was die Agency eben tut, ist, sie macht immersive Performances. Und das ist vielleicht schon eine Antwort definitiv auf die Digitalisierung unserer Gesellschaft, zu sagen,
Wir tauchen heute an so vielen Stellen in andere Welten ein. Also sei es die virtuelle Welt, wenn wir uns irgendwie das Oculus Rift auf die Augen ziehen, sei es aber auch die Settings von zum Beispiel die Mall, in die wir gehen, um einzukaufen, oder die Saunalandschaft, in die wir gehen. Wir sind eigentlich so gewöhnt, ständig in geschlossene Welten einzutauchen. Und die Immersion findet eigentlich sowohl analog als auch digital, als auch in einer ständigen Verschaltung davon statt. Das heißt, immersive Performances zu machen, schien für uns, also ich würde nicht sagen, dass wir das so rational entschieden haben, sondern wir sind da drin gelandet, aber wenn man da drauf schaut, scheint für uns irgendwie eine gute Antwort, um diese Fragen zu bearbeiten oder um danach zu fragen, wie sich eben Subjekte in so einer Gesellschaft konstituieren. So, das heißt, wir haben die immersiven Welten, die wir bauen, die wir eben auch in Perfect Romance gebaut haben. Das heißt, Zuschauerinnen und Zuschauer betreten eben eine Welt, sind Teil des Geschehens, schauen nicht auf eine Bühne. Und die Fiktion dieser Immersion, die wir schaffen, die bei Perfect Romance eben ist, eine Corporation, die perfekte Romanze als Skript anbietet, die eigentlich damit arbeitet zu sagen, Entschuldigung, irgendwie haben wir doch alle den Glaube an die Romantik sowieso schon verloren. Die Skripte sind irgendwie schlecht im Real Life, die sind enttäuschend. Dating-Apps sind extrem risikoreich. Das ist auch irgendwie nervig. Wenn man sich doch irgendwie schon darauf geeinigt hat, dass das alles relativ verzweifelt ist, was man da vielleicht in seinem Real Life versucht nachzuspielen, wieso geht man denn nicht zu der Perfect Romance, zu dem Perfect Romance Club und kann dort diese geskriptete Romantik in Perfektion risikofrei erleben. Das ist die Fiktion, die eben die Perfect Romance Corporation Gut, ich erzähle einfach weiter. anbietet. Genau, und was man eben mit dieser Homepage, die gerade kurz hinter mir zu sehen war, hier sehen kann, ist, dass wir damit arbeiten, diese Fiktion eben nicht nur im Theaterraum zu bauen, sondern auch über deren Grenzen und Ränder hinweg. Das heißt, von Anfang an, schon mit unserer ersten Arbeit, arbeiten wir mit Facebook, arbeiten wir mit Homepages, die wir extra bauen, für diese Performances arbeiten wir jetzt bei Perfect Romance auch zum Beispiel mit dem Perfect Romance Bot, dem man während der Inszenierung Nachrichten schreiben kann. Das heißt, uns geht es darum, eigentlich diesen wechselseitigen Bezug des Digitalen und Analogen, diese Körper, die immer schon in digitalen Prozessen geformt sind, das auf unterschiedlichste Weise aufscheinen zu lassen in diesen Immersionen. Und ich würde sagen, das geht in zwei Richtungen. Also ich würde sagen, das geht einmal durch sowas, dass man eben schaut, kann man durch solche Medien quasi die Fiktion ausfransen. Das geht aber auch andersrum, dass man sagt, was ist denn der digitalisierte Körper im Theaterraum? Was heißt das für die Sprache? Was heißt das für die Bewegungen? Was heißt das für die Gesten und die Art der Kommunikation? Ich weiß nicht, ob das... es wird vielleicht anschaulich in sowas, so in unserer ersten Arbeit, ASMR Yourself, wo wir uns mit dem YouTube-Phänomen ASMR beschäftigt haben, ging es für uns oft ganz stark darum, wie kann man diesen Screen eigentlich reproduzieren in einer analogen Situation und was macht der? Was heißt es für eine Spielerinnenhaltung, wenn man den mitperformen muss? So, und wird der erfahrbar auf der anderen Seite, genau. Ich weiß nicht, ich scheue mich so ein bisschen, so viel zu reden oder da so reinzugehen, weil viele haben es ja eh gesehen und weil ich denke, es ist vielleicht auch schön, wenn wir uns unterhalten ein bisschen. Ja, das ist auch prima. Also danke erstmal bis hierhin, dass wir jetzt die Arbeit ein bisschen besser kennengelernt haben. An der Stelle würde ich gerne eigentlich zum Publikum auch kommen. Also du hast ja gesagt, bei den immersiven Performances, das hast du nicht gesagt, sag jetzt ich, aber das Publikum hat natürlich eine ganz neue Rolle bei euren Performances, als es das traditionell früher mal hatte oder vielleicht auch noch vor 10 Jahren hatte. Und da komme ich ein bisschen zu dir, Jane, weil du ja mit Studenten und Schülern arbeitest und in der kulturellen Bildung sozusagen auch Theaterarbeit vermittelst. Wie hat sich das denn geändert oder wie siehst du das denn, welche Aufgabe hat das Publikum? Wie gehen die jungen Leute, mit denen du arbeitest, damit um mit dieser Aufgabe? Und
gleich frage ich dich dann noch danach. Ja, nee, erstmal eine Frage, erstmal du. Dann kommt die Frage an dich zurück. Danke. Ich glaube nicht, dass ich beurteilen kann, wie sich das so wirklich verändert hat, aber ich kann vielleicht ein bisschen das beschreiben, was ich wahrnehme, wenn ich zum Beispiel im Moment vor allem mit Studierenden zusammenarbeite und mich mit solchen künstlerischen Positionen beschäftige oder auch in diese Räume hineingehe. Und ich glaube, das, was ich daran besonders interessant finde und auch letztlich aus einer Bildungsperspektive total wichtig finde, ist darüber nachzudenken oder das zu erfahren, dass das, was vielleicht in den 70er, 80er Jahren, auch im Kontext von der Kunstpädagogik zum Beispiel noch so proklamiert wurde, ja, wir, wenn wir uns mit aktuellen gesellschaftlichen Phänomenen auseinandersetzen wollen und mit aktuellen Medien, was damals dann zum Beispiel so das Fernsehen war, ist es wichtig, dass wir dazu eine kritische Distanz einnehmen. Und das heißt, dass sich sozusagen rauszuziehen und so zu tun, als ob es möglich ist, seine eigene Verstricktheit in diese aktuelle Medientechnologie zu negieren. Und das ist vielleicht so eine Entwicklung, die ich total spannend finde zu beobachten, dass ich glaube, wir sind heute vielleicht an einem anderen Punkt, also an einem anderen Verständnis von Kritik, dass es eben nicht darum geht, sich zu distanzieren, also sich nur zu distanzieren, sondern anzuerkennen, dass das vielleicht gar nicht mehr möglich ist und viel eher von einem Punkt auszugehen, zu sagen, ja, wir sind irgendwie affirmativ alle mit diesen Medientechnologien verbunden. Wir sind die verwoben und sozusagen alle auch machtstrukturellen Bedingungen, die sozusagen unsere Gesellschaft prägen, die diese Technologien prägen, prägen auch unser Selbst. Und in dem Sinne finde ich das dann interessant, an so künstlerischen Positionen eher zu gucken, ah ja, sich genau von diesem Ich-bin-involviert-Punkt aus da reinzubegeben und sozusagen diese Bilder und Strategien und auch machtstrukturellen Phänomene, die da drin stecken, sich quasi künstlerisch anzugucken und Räume zu eröffnen, in denen diese Bilder, Strategien, Praktiken etc. erfahrbar werden und dadurch sozusagen reflektierbar werden, aber nicht, indem ich auf eine distanzierte Außenperspektive gehe, die ich einfach nicht mehr einnehmen kann. Ja, genau. Und Rahl, an dich, wie erlebst du das dann in den Performances? Die Zuschauer haben ja eine große Verantwortung. Wie nehmen die das wahr oder wie reagieren die auf also ich sag mal so, ich jetzt selber als Zuschauer bei Enrique Iglesias, da ist schon wenig Distanz. Ne? Also ich kann das einfach konsumieren und mir angucken. Aber bei euch geht das ja gar nicht. Also das, ne, ich werde ja auf jeden Fall eingebunden, als wenn ich da drin bin, dann muss ich eintauchen und ich werde angesprochen, ich wurde sogar mitgenommen gestern oben nach oben in die erste Etage und das war total spannend. Ich war dann ganz enttäuscht, weil dann war es schon zu Ende und Lies hat mir nicht mehr geantwortet. Ja, aber wie erlebst du das, wie die Zuschauer reagieren und mit dieser Verantwortung auch umgehen, dass das überhaupt funktioniert mit der Performance? Also ich glaube, ehrlich gesagt, man kann unsere Abende schon ziemlich gut konsumieren und ich glaube, man kann da schon auch in sehr unterschiedlichen Modi drin sein. Also es gibt durchaus, also der Abend läuft und funktioniert, auch wenn Zuschauerinnen sich mehr zurückhalten. Es ist jetzt eben nicht so, dass eine komplette Abhängigkeit besteht, so dass wenn Zuschauerinnen nicht mitmachen, dieser Abend nicht läuft. Und uns war es auf jeden Fall wichtig, irgendwie eine Welt zu schaffen, wo es unterschiedliche Möglichkeiten der Teilhabe gibt, also wo es die vielleicht auch unterschiedlich ist, je nach Involviertheit oder je nachdem, wie sehr, wie aktiv jemand wird, verändert sich vielleicht auch das, was man erleben kann in diesen Welten. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass das eine Gaming-Struktur ist, aber es ist durchaus was, wo wir drüber gesprochen haben, auch in diesem Worldbuilding. Genau, aber erstmal würde ich sagen, ich bin immer oder immer wieder überrascht, dass es, ich glaube, man bereitet sich immer vor auf den Fall, Leute haben da keinen Bock drauf, wollen nicht mitmachen, wollen die Fiktion crashen, wollen die Immersion crashen und das ist, glaube ich, was wir sehr selten erleben, sondern es ist eigentlich eine Bereitschaft, da einzutauchen, mitzugehen, sich auf diese Welt und diese Mechanismen einzulassen. Und ich glaube aber, dass es durchaus eben auch daran liegt, dass niemand gezwungen wird, etwas zu tun. So, und wenn eben jemand sagt, nee, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, dann wird die Person relativ in
in Ruhe gelassen. So, und ich glaube aber, dass es eben durchaus, das ist auch wirklich sehr schon unterschiedlich in den verschiedenen Arbeiten, dass es manchmal vielleicht auch gerade Momente der sanften Manipulation oder sowas in solchen Situationen dann auch geben kann. Dass sich vielleicht Zuschauer plötzlich in einer Situation befinden, wo sie gar nicht wussten, dass sie dahin wollten oder so. Also das ist ja auch klar, wenn man da nämlich Zuschauer ist oder eben mittendrin ist, man kann sich entscheiden, bin ich dabei oder nicht, mache ich mit oder beobachte ich nur. Aber das ist ja auch ein Risiko für euch, könnte ich mir jetzt vorstellen als Theaterfremde. Habt ihr vorher eine Vorstellung davon, wie es laufen soll oder gar nicht? Ist das total offen oder ist es sozusagen, habt ihr ein Konzept, das eine bestimmte, natürlich habt ihr ein Konzept, aber habt ihr eine bestimmte Erwartungshaltung an die Prozesse, die da passieren oder ist das völlig offen? Oder wie sehr könnt ihr das sozusagen, manipulieren ist jetzt ein so starkes Wort, aber wie sehr könnt ihr die Leute, die dann da sind, also das Publikum in eine Richtung bringen? Das klingt so negativ, das ist null negativ. Ich finde gerade keine Worte, also ich will, Manipulation ist so ein starkes Wort. Ich glaube, weißt du, was ich meine? Ja, ne? Ja, ich glaube einfach, es ist ziemlich klar, was wir machen und der Ablauf des Abends ist uns ziemlich klar und also vor kurzem gab es eine Beschreibung von Christian Rako über einen Abend von uns und was er geschrieben hat, das fand ich eigentlich ziemlich spannend, also er hat es auch bezogen auf Gaming-Strukturen und die Frage eben, wenn man jetzt quasi Gaming im Theater macht, was wägt man eigentlich gegeneinander ab? Und er meinte, man wägt eigentlich immer ab die Fiktion gegenüber der Agency von den Zuschauenden. Und das ist was, was man, glaube ich, deutlich merkt, also je mehr Agency die Zuschauenden haben sollen, desto mehr gibt man vielleicht die Kontrolle über, muss man die Kontrolle über die Fiktion aufgeben. Und ich würde sagen, dass wir eine starke Kontrolle über die Fiktion haben durch die ganze Welt, die wir bilden. Dadurch, dass die Charaktere extrem sicher und stark gebaut sind, dass die eigentlich darin ihren Status kaum verlieren können, ist, glaube ich, wirklich noch selten passiert. Und dass es eben nicht eine krasse Abhängigkeit gibt. Der Abend, der geht immer 90 Minuten und nicht plötzlich 3 Stunden oder nur 40, weil die Zuschauende irgendwas anders machen. Und ich würde sagen, also ja, ich weiß nicht genau, was ich darauf antworten kann, aber was ich irgendwie spannend finde, ist so diese Beschreibung von, ich glaube, es gibt eben Momente, wie in Perfect Romance diesen Modus, wo wir wirklich auf die Zuschauer zugehen und wo es darum geht, auch in 1-zu-1-Situationen zu gehen, da gibt man natürlich, da haben die Zuschauer, glaube ich, mehr Handlungsmacht, als sie die haben natürlich in den Momenten, wo wir eher in einem Präsentationsmodus sind und uns und eher versuchen, Momente der Sehnsucht zu erzeugen, die man sich reindenken kann, aber eigentlich sehr weit weg sind von den Zuschauerinnen. Okay, also ich habe das am Anfang nicht gesagt, dass natürlich wir hier keine Vorträge halten wollen, sondern ihr mit ins Gespräch kommen sollt. Also wenn, weil wir jetzt gerade über Publikum sprechen und ihr ja auch zum Teil, also sowieso unser Publikum gerade seid, aber eigentlich wäre es mir lieber, ihr wärt unsere Gesprächspartnerin. Aber ihr wart ja eben auch Publikum bei The Agency. Also wenn ihr jetzt an der Stelle gerade auch aus Publikumsperspektive was beitragen möchtet, gerne. Fire away sozusagen. Ich gucke einfach mal. Okay, sonst machen wir nämlich hier weiter und jederzeit gebt mir ein Zeichen und ihr seid natürlich mit dabei. Okay. Ich überlege gerade, wie wir den Bogen wieder zurückkriegen, auch zum Feminismus, von dem wir jetzt so ein bisschen, in den sind wir noch nicht so richtig eingestiegen, kann man sagen. Wir haben starke Beispiele gesehen von Selbstermächtigung, könnte man so sagen. Du hast ja die feministische Perspektive bei deiner Arbeit ganz stark. Ihr seht mich ein bisschen schwimmen, gerade wie ich jetzt dich mit Chris gerade zusammenkriege. Hast du selbst eine Idee gerade, wie du... ist das, was Chris uns mitgebracht hat, wären das auch Beispiele, die du mit in deine Arbeit reinnimmst oder die du vielleicht schon kennst?
Ja, klar, also ich kannte nicht alle Beispiele, aber die Haltung, die vielleicht hinter diesen Beispielen steht oder die aus diesen unterschiedlichen Positionierungen ja auch da mitschwingt, ist ja irgendwie auch so eine fragende Haltung von, also welche oder wie kann man sozusagen bestimmte Mechanismen oder auch Bildpolitiken in unterschiedlichen Räumen sichtbar machen und vielleicht durch diesen Modus des Künstlerischen sozusagen auch anders verhandelbar machen. Also wie bei Amalia Uhlmann sozusagen sich diesen Raum Instagram eigentlich anzueignen, diese ganzen Mechanismen und auch sozusagen Strategien, damit das, was man da zeigt, überhaupt wirkt, also wirkmächtig wird, die anzuwenden, dass sie das ja sozusagen bis zur Perfektion irgendwie nutzt. Also alles bedient, was sozusagen diese App eigentlich irgendwie verlangt, um wirkmächtig zu werden. Und darin aber sozusagen, eigentlich anzufangen, andere Bilder zu produzieren. Also sie bedient das erstmal sehr stark und dann gibt es eben irgendwann diese Auflösung und damit macht sie ja wiederum die Mechanismen dahinter sichtbar. Und ich glaube, das ist vielleicht so dieser spannende Aspekt hinter solchen künstlerischen Arbeiten, also die Möglichkeiten der künstlerischen Praxis auch zu sehen, eben andere Bilder hervorzubringen, andere, also so Wahrnehmungsverschiebungen zu provozieren oder Irritationen einzuflechten in dieses eigentlich ja auch irgendwie sehr glatte, also in diese sehr glatte Oberfläche. Ich wollte noch sagen zu dem, was Janne eben auch gesagt hat, weil ich das so interessant fand, mit dieser Punkt, dass wir uns nicht mehr entziehen können. Also ich glaube, das ist wirklich, also wir sehen das ja und lesen das eigentlich in wöchentlich immer neuen Skandalen oder Enthüllungen, die zutage kommen, wie es ist im Grunde ist nicht egal, ob wir die Apps nicht nutzen, aber auch wenn wir Facebook nicht nutzen, verfolgt uns Facebook im Internet, weiß man inzwischen, über den Like-Button. Auch wenn ich selbst WhatsApp gar nicht nutze, hat WhatsApp und damit ebenfalls Facebook, weil WhatsApp gehört ja Facebook, inzwischen wahrscheinlich meine Telefonnummer, weil irgendjemand, der mit mir telefoniert hat, sein komplettes Adressbuch schon in WhatsApp hochgeladen hat. Also ich glaube, es wird im Überwachungskapitalismus zunehmend schwierig bis unmöglich werden, unsere Daten, also wir können vielleicht unsere Gehirne oder unsere Wahrnehmung oder wie wir auch immer das nennen wollen, schonen, indem wir eben sagen, gut, ich setze mich dem nicht aus, ich möchte nicht irgendwie mich darauf konditionieren, auf den nächsten Endorphin-Kick, wenn ich irgendwie ein Like bekomme, auf welcher Social-Media-App auch immer, indem ich mich da entziehe und nicht mitmache. Aber unsere Daten oder unsere Identität, wie sie sich in Form von Daten, wo wir hingehen, wen wir treffen, welche Konsumentscheidungen wir treffen, die vor diesen großen Konzernen weiter zu verbergen, wird sehr schwierig bis unmöglich sein, es sei denn, man macht, wie nennt sich das, also wirklich so ein komplettes, also zieht halt in eine Holzhütte im Wald und zerstört all seine Geräte und selbst dann ist es eigentlich schwierig, weil man immer noch von Satelliten erfasst wird so und Zukunft auch von Drohnen und so weiter. Also es ist, und das finde ich einen interessanten Aspekt und tatsächlich auch dieses, um da vielleicht wieder das Feministische oder diese noch einzubringen, eben tatsächlich zu gucken, wie das auch nochmal verändert, wie wir, und das knüpft an etwas an, was du gerade noch gesagt hast, mit dem, wie stellen wir eigentlich unsere eigenen Identitäten dar, ne, auf diesen verschiedenen Bühnen. Und da finde ich gerade in diesem Bereich Dating ganz interessant, weil es gibt ja immer diese Bruchstelle von, man kennt halt jemanden aus der Dating-App, ne, und hat da eine bestimmte Inszenierung. Und dann trifft man die Person zum ersten Mal in Real Life, wo sie natürlich auch eine Fassade vor sich her trägt. Noch ist es aber nicht möglich, einen Filter über uns in Echtzeit drüber zu legen, weswegen wir mit Schminke und Klamotten oder was auch immer versuchen, eben natürlich trotzdem eine bestimmte Identität zu projizieren, vielleicht auch andere Dinge über uns erzählen, als die wir irgendwie, ne? Wir sind natürlich jemand anderes als die Person, die dann in Jogginghose auf dem Sofa gelegen hat am Abend vorher. So. Und wie diese, also wie da Sachen ineinander greifen, aber es halt auch eben diese Bruchstellen gibt und wie wir uns halt anders im Digitalen inszenieren als im Analogen
Und eine performative Geste, die mir da immer auffällt, die ich sehr interessant finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, junge Menschen oder in der Regel sind es auch noch Kinder, die auf Musical.ly sich gerade aufnehmen. Mhm. Kennt ihr das aus dem öffentlichen Raum? Genau, ich habe am Anfang immer gar nicht, also ich glaube, wenn man Musical.ly nicht kennt, oder eben, Entschuldigung, inzwischen ist nicht mehr Musical.ly, wie heißt die App? Sagt schnell. TikTok. Dankeschön, TikTok, genau. Und da sitzen dann eben so Kinder auf Spielplätzen und machen halt so mit ihrem Telefon und machen dazu eben so Lip-Syncing. Und das sieht total bizarr aus, es sei denn, man kennt halt diese App und weiß, was die da gerade machen. Und das ist eigentlich eben, das ist denen total egal, was halt ich oder die anderen Leute auf diesem Spielplatz, die um sie herum sitzen, jetzt gerade von ihnen wahrnehmen. Weil wir sind da gar nicht das Publikum, sondern das Publikum ist eben ihr ungleich viel größeres Publikum in dieser App in der Regel. Vielleicht etwas unzusammenhängend, aber das waren so die Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Ich möchte nochmal auf den Punkt, den du eben angebracht hast, und zwar Instagram und Kunst und diese Richtung und subversive Strategien. Ich finde es dann immer so ein bisschen schwierig. Ich habe letztes Jahr auch mit einer Kommilitonin in einem Projekt gearbeitet, wo wir YouTube-Videos, also Videos im Stil von YouTube gemacht haben, diese dann auch im zweiten Schritt auf YouTube hochgeladen haben und wir es dann gefragt haben, wann, also wie kann Kunst auf YouTube, Instagram subversiv sein, wenn ich es nicht klar mache, dass es Kunst ist. Und so sehe ich das bei diesem Projekt, was du vorgestellt hast, halt auch. Was für eine Auswirkung hätte es gehabt oder hätte es überhaupt eine Auswirkung gehabt, wenn sie nicht gesagt hätte, ja, das wäre alles fake. Sondern hätte es wahrscheinlich gar keine Auswirkung gehabt, weil wir das so annehmen. Weil wir annehmen, das, was wir, also das gehört zum Spiel von Instagram irgendwie dazu oder zu dieser Strategie von Instagram, das, was wir hier hochnehmen, ist real oder wir müssen es halt als Werbung klassifizieren neuerdings oder wir müssen es klassifizieren, dass es halt fake ist und so. Und das ist halt irgendwie so interessant. Also wie, das frage ich mich halt auch persönlich, auch wenn wir uns mit Dating-Apps auseinandersetzen, wo du gesagt hast, das ist total gefährlich, also risikoreich ist. Genau, dieses Risiko halt zu sagen, okay, da gibt es immer die Vorwürfe, du bist fake, bist überhaupt real, hast du ein Foto, was du verifizieren kannst und so weiter, es gibt verifizierte Accounts und was auch immer. Und genau diesen Punkt, wo kann ich als kunstschaffende Person, ich habe eben gelernt in der Diskussion vorher, ich sollte vielleicht meinen Standpunkt klar machen, vielleicht kennt ihr mich jetzt, ich bin kunstschaffende Person und wo kann ich als kunstschaffende Person da meine subversive Strategie finden, ohne sie immer klar zu machen? Und ich meine, das ist ja eine Frage, die sich aktivistische Kunst sowieso auch stellt, wenn wir auch an Pen-Kollektiv oder an anti-aktivistische Gruppen denken. Ich glaube, es wird immer erst dann wirkmächtiger, wenn wir es klar machen, ah, das war jetzt Kunst. Und dann alle sagen, oh mein Gott, ich bin darauf eingefallen. So. Und das finde ich irgendwie schwierig und kompliziert irgendwie. Also tatsächlich, wenn ich mein bestes Museum gehe, ist ja klar, also das hat schon den Namen. Aber wenn ich halt versuche, subversiv eine Strategie zu nehmen im Real Life, wird die, also das ist eine Frage, die ich stelle, die man vielleicht auch ganz schnell beantworten kann, wenn man von einer anderen Uni kommt als ich vielleicht, man weiß, wo man dann sagen kann, ah nee, das funktioniert doch dann so. Oder funktioniert es wirklich nur, wenn ich es transparent mache? Und das macht mich immer so unzufrieden. Also das macht mich irgendwie unzufrieden, dass man so klar machen muss. Aber was stört dich an der Auflösung? Naja, weil es bis dahin ja als gegeben und ich sage es einfach mal auch unhinterfragt hingenommen wird. So, das ist dann alles, ah, das meint diese Person ja dann wirklich so und es wird nicht hinterfragt, weil ich das auch ein Problem der Fake News-Debatten oder was auch immer oder was halt so mitbringt. Ich weiß es nicht, das sind so viele Aspekte. Ich komme so schnell in Schwallen und nehme das Ding wieder weg. Also vielleicht zwei Sachen dazu, die mir dazu einfallen. Ich glaube, es gibt halt Strategien, die machen halt ein durch sich ein System im Unterschied. Also ich glaube, sowas wie Arbeiten mit Hashtags oder sowas, ich meine, da kannst du wahrscheinlich wirklich deutlich mehr erzählen, die produzieren einen Unterschied im System und die brauchen diese Markierung als Kunst nicht. Und es gibt irgendwie Kunst, die Markierung als Kunst braucht, um die um diesen Unterschied erst hervorzubringen. Und ich würde aber sagen, ja, das ist ja gerade total geil. Also, dass man bei Instagram halt so einen Account laufen hat, der macht ziemlich das Gleiche wie Millionen andere Instagram-Accounts auch und nur, dass man halt dann sagt, an einem bestimmten Punkt, das ist Kunst, in dem Moment wird es halt interessant. So, und dass dieses Potenzial davon
ist ja gerade großartig, finde ich so, dass man damit halt spielt oder dass damit extrem viel und ich würde sagen auf extrem unterschiedliche Arten gespielt wird. So. Ja, ich würde das auch unterstützen, weil also diese Problematik, die du beschrieben hast, die sehe ich durchaus auch und ich könnte keine Antwort darauf geben, aber ich sehe das auch eher als so ein spannendes Phänomen und ich finde dieses Potenzial in dem Moment, wo ich eigentlich eben zum Beispiel so ein Angebot wie Instagram mir das anbietet, genauso performe, wie es eigentlich von mir erwartet wird und ich habe am Ende die Möglichkeit durch diesen durch diese Auflösung, zu sagen, das ist eine künstlerische Arbeit, plötzlich auf was aufmerksam zu machen, in dem Moment passiert ja was und dann stellt sich vielleicht immer noch die Frage, wer bekommt diese Auflösung mit, also ne, wen erreicht es dann wieder? Klar, das ist irgendwie ist auch eine interessante Frage, aber ich finde, um vielleicht noch mal kurz gedanklich zu Henrique Iglesias zu sprechen, ich finde eigentlich dieses Phänomen halt so interessant oder diese Strategie spannend zu sagen, eben ich stecke da drin, ich eigne mir irgendwie diese Bilder an, ich eigne mir diese Narrative an, diese Skripte, die, was weiß ich, bei Henrique Iglesias in der letzten Arbeit, Oh My, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Pornografie und eben auch einer Frage von, wie eignen wir uns Pornografie eigentlich aus einer selbstbestimmten und auch feministischen Perspektive wieder neu an, sich dessen zu bedienen sozusagen und all diese Bilder durch kleine Verschiebungen, also mal kleinere, mal größere sozusagen, eigentlich wieder zur Wiederaufführung zu bringen, aber darin immer wieder diese kleinen Irritationsmomente einzubauen, die mich dann zum Beispiel im Kontext von so einer Performance ja in den Punkt bringt, dass ich auf der einen Seite merke, ja stimmt, diese Auseinandersetzung, diese Fragen, die ihr euch stellt, da sind auch meine Fragen drin oder die berühren zumindest auch Fragen, die ich habe. Und da in diesen, das ist vielleicht dann wiederum das Besondere auch an so einem performativen Raum oder an so einem ästhetischen Erfahrungsraum im Kontext Theater, dass ich eben so leiblich-körperlich anwesend bin und dadurch vielleicht auch nochmal anders, also es ist jetzt eine sehr persönliche Erfahrungsebene, anders als wenn die künstlerische Arbeit auf der Instagram-Oberfläche verbleibt, für mich sozusagen nochmal eine andere Involviertheit bedeutet. Das ist bei anderen Personen total anders. Für mich ist es so, dieser Erfahrungsraum wird sozusagen größer durch diese leibliche Kopräsenz und ich habe das Gefühl für mich, ah ja, darin stelle ich mich irgendwie diesen Themen, auf die es keine einfache Lösung gibt oder diese auch gesellschaftlich-politischen Herausforderungen oder Wirkmechanismen, die sich nicht durch eine Performance irgendwie auflösen lassen, aber sie werden sichtbar und dadurch für mich irgendwie anders reflektierbar und das bietet für mich dieser Rahmen der Kunst, also dieses Potenzial, das spürbar zu machen. Ist das nicht auch das, was wir in unserem, unser Thema ist ja auch Hacking, ist das nicht genau das? Und als künstlerische Methodik, dass man sozusagen Umwege geht, dass man mit Realitäten spielt, beziehungsweise sich die aneignet und dann aber sozusagen ja, verspielt und selbstbezüglich damit umgeht, aber ja, eine Perspektive eröffnet, die vieldeutig eben ist. Katja möchte dazu zum Hacking was sagen. Also genau, zum Hacking und auch zu dem, was du gefragt hast und diesen Machtsystemen, über die Chris am Anfang gesprochen hat, fällt mir eben ein, dass also dieses Beispiel von diesem Instagram-Piece, Masterpiece oder nicht, und die Frage nach der Veröffentlichung ist ja, also wir haben das Machtsystem Instagram, wo man sich fragen kann, kann man diese Konzerne und medialen Apparate, kann man die überhaupt unterwandern? Das ist möglich. Und dann haben wir noch den Machtapparat Kunst. Und das mit der Tate ist ja dann auch super interessant. Und in dem Moment, wo diese Künstlerin quasi offensichtlich macht, dass sie das eine System gehackt hat und damit so viel Erfolg hat, dass sie in das andere Machtsystem rein, finde ich, nimmt sie so eine andere Macherin-Position ein, als sie das vielleicht vorher in diesen beiden Systemen gekonnt hätte. Also das finde ich daran das Spannende. Und das finde ich auch das Spannende an
der Arbeit von The Agency, wenn man sich überlegt, dass solche Corporate Fantasien, die ja keine Fantasien sind, sondern in der echten Welt wirklich Realität und sehr machtvolle Realität, in das Theater wandern, was eben auch eigentlich ein Apparat ist, der nur sehr bestimmte Dinge zulässt. Und wenn man dann sich an so einem Abend befindet, zwischen diesen Bühnensettings und diesen 1:1 Sachen und in diesem Club, hat man auf einmal, finde ich, so ein bisschen das Gefühl, man kann so die Frames vielleicht sehen. Auch wenn man sie nur in einem begrenzten Maße hacken kann, kann man sie sich doch irgendwie so klar machen. Ob man darin wirklich revoltieren kann, würde ich jetzt mal stark bezweifeln. Das kann man jetzt auch nicht spoilern, aber das fragt ihr ja durchaus auch. Aber man kann es sich so, man ermächtigt sich so in dem Sinne vielleicht, dass die Machtapparate einen nicht nur objektivieren, sondern man sie plötzlich vor Augen hat. Ja, ich glaube, das dachte ich auch gerade, wie Janne eben auch schon meinte, ich glaube, du brauchst halt diese Fallhöhe, weil in dem, also ich sehe da auch zwei Sachen eigentlich. Das eine ist ja, dass in dem Moment, wo du auflöst, hältst du einen Spiegel vor. Also uns als dem Publikum, das eben sich in dem Moment tatsächlich fragen muss, oder in dem Moment, wo sie ja diese Inszenierung als Inszenierung so offenlegt und das entlarvt, merkst du ja, wie inszeniert diese ganzen anderen Accounts sind, denen wir vielleicht aus ähnlichen Beweggründen, aber mit einer ähnlichen Faszination folgen. So. Also dieses Offenlegen, ich glaube, das braucht, also das passiert erst in dem Moment, wo du eben sagst, angeschmiert war gar nicht echt. Aber die anderen Leute, die ihr für vermeintlich so echt haltet, sind auch vielleicht nicht echt. Oder was ist dann echt in dem Zusammenhang von Instagram als Bühne einer Identität? Und das andere ist eben tatsächlich auch quasi die, dass zumindest, also ich bin jetzt keine Kunstschaffende, aber von dem, was ich aus dem Kunstbetrieb mitbekommen habe, dass es auch ein wahnsinnig behäbiger, sehr arrivierter Betrieb ist und da tatsächlich sowas wie ein neues Medium als legitimes Medium von Kunst überhaupt einzuführen, ne? Also auch schon eine Art von Hacking darstellen kann, ja? Also wenn du halt in den Ausstellungsräumen quasi das zeitgenössischste irgendwie Videokunst aus den 80ern ist, was sich da gerade sonst so findet, und dann schafft sie es jetzt mit der Instagram-Arbeit irgendwie wegen Nam June Paik oder so, dann finde ich, ist das auch schon eine Art von diskursivem Hacking, in diesem Fall jetzt eben von diesen Kunstdiskursen. Ja. Ich wollte nochmal sagen, dass ich glaube, es ist unangenehm, seine eigene Arbeit als Kunst zu bezeichnen vor anderen Leuten. Es ist ein bisschen unangenehmer, als wenn man eine Kuratorin oder einen Kurator hat, der sagt, das ist jetzt Kunst. Ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen der Kern, warum das unangenehm ist, weil man muss das vor mehr Menschen verteidigen, vielleicht. Obwohl es natürlich genauso unangenehm ist, das vor einem Kurator oder einer Kuratorin zu verteidigen. Aber das fiel mir noch gerade noch so ein, zu, wenn man Kunst auf Instagram oder sonst so macht. Weil es immer diesen Zwischenschritt gibt von denjenigen, die es dann als Kunst bezeichnen, anstelle von, dass man es selber als Kunst bezeichnet. Chris, vielleicht wollte jemand das so jetzt gerade noch, wollte jetzt gerade das Wort wegnehmen, war mehr ein Statement, ne? Oder wollte jemand da jetzt drauf reagieren gerade? Chris, ich komme nochmal zum Feminismus zurück und ich frage mal richtig blöd. glaubst du, der Feminismus hat wirklich jetzt bessere Chancen mit den ganzen Möglichkeiten, die sich im digitalen Raum bieten? Ich weiß, eine total dämliche Frage, aber ich muss das eigentlich, kannst du, ich weiß auch, dass du da jetzt nicht ja oder nein oder, aber ich frage, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich weiß. Also ich glaube, die vielleicht so, wir haben ja ganz gute Beispiele gesehen jetzt in den vergangenen auch nur Jahren von sehr erfolgreichen Hashtag-Kampagnen zum Beispiel. Also MeToo war ja ein riesen, also weltweite
weltweite Kampagne, um auf sexualisierte Gewalt und diese geteilten Erfahrungen da hinzuweisen. Und das hatte einen totalen Schneeballeffekt. Also ich finde, das hatte ein enormes emanzipatorisches Potenzial. Dann eben MeToo, also Du mit TWO, die daran anknüpfende Kampagne, die dann eben auf Alltagsrassismus auch aufmerksam macht und ja, ganz viele andere, also jetzt nur in Bezug auf, was jetzt auf Twitter oder eben so mit Hashtag-Kampagnen passiert ist. Ich glaube, also den Feminismus ist ja sowieso immer schwierig, weil es immer schon ja eine sehr vielfältige und teilweise auch sehr widersprüchliche Bewegung, wenn man überhaupt von einer Bewegung sprechen kann, also es gibt sehr viele verschiedene Feminismen ja immer, die sich auch untereinander auch hart auseinandersetzen. Das ist heute nicht anders. Was ich interessant finde, ist vielleicht wieder eine aktuelle Debatte aufzugreifen, ist, dass es tatsächlich im Moment gibt es also eine aktuelle Diskursstrategie, um Feminismus heute zu diskreditieren, ist, ihn als den Netzfeminismus, der vermeintlich banal ist. Ne? Ist ja nur Hashtags, ist halt der Netzfeminismus. Wir erleben das jetzt gerade wieder in dieser Auseinandersetzung um den aktuellen Eklat um Alice Schwarzer, den vielleicht einige von euch auch mitbekommen haben, die halt mit so einem Video im Netz aufgetaucht ist, wo sie eine Kopftuchträgerin provoziert. Und da wird jetzt wieder versucht, eben den aktuellen Netzfeminismus, eben vertreten von jüngeren Feministinnen, als banal darzustellen im Vergleich zu den gesellschaftlichen Kämpfen, die Alice Schwarzer doch ausgefochten hätte, oder eben diese Generation damals in den 70ern. Darüber wird eben vergessen, dass es auch in den 70ern sehr, sehr viele andere, auch linkere, kritischere Feministinnen gab als Schwarzer. Ja? Wenn man sich immer, das ist feministische Geschichte, gerät halt schnell in Vergessenheit, damit da nicht. Sie ist halt diejenige, die jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung quasi übrig geblieben ist und als Marke für die 70er Jahre Feminismus steht in Deutschland. Und genauso ist es heute auch. Also deswegen scheue ich mich auch immer überhaupt von so einem, was ist jetzt der neue Feminismus, was ist der Netzfeminismus. Ich finde, es gibt verschiedene feministische Strömungen. Was man beobachten kann, ist, dass sich die Kämpfe gerade mal wieder zuspitzen, ist mein Eindruck. Also genauso wie sich eben, also die Gesellschaft polarisiert sich auch hier, und es ist ja auch kein Zufall, dass wir eben sehen, überall dort in Europa auch, wo Nationalisten, Populisten gerade stark werden, ein gemeinsamer Nenner, den, egal wie unterschiedlich sie sonst sind, auf den sich eigentlich alle einigen können, ist die Abwertung von Frauen in der Regel. Beziehungsweise dann manchmal noch komplizierter, weil dann Frauenrechte vereinnahmt werden auch von den Rechten unter dieser Diskursstrategie, die man jetzt Gender-Nationalismus nennt, also es dann eben so getan wird, als sei der Einsatz für Emanzipation und Frauenrechte etwas, das dann irgendwie spezifisch für unsere Kultur ist und wo jetzt eben Menschen, die als Migranten, Migrantinnen und vor allem Muslime, die nach Deutschland kommen, diejenigen sind, die jetzt irgendwie Frauenrechte bedrohen würden. Der Versuch ist hier einfach, den Diskurs zu verschieben, weg von wir selbst haben ja auch Ungleichheit nach wie vor in der Gesellschaft, und das wird dann ausgelagert an die jetzt von außen dazukommen. Also ich glaube, die Debatten, es heizt sich gerade mal wieder auf, es geht wieder um mehr. Wir erleben, dass an verschiedenen Stellen Errungenschaften, die feministische Errungenschaften, die quasi auch Generationen vor uns schon erstritten haben, wieder zurückgenommen werden oder dass Bestrebungen laufen, sie zurückzunehmen, sei es jetzt beim Recht auf Abtreibung, ja, einfach in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, deswegen geht es jetzt gerade wieder mehr, ein bisschen mehr um die Wurst. Aber ich denke auch, dass tatsächlich, das war jetzt kein beabsichtigtes Vorspiel, dass es gleichzeitig auch eine, das ist auch wieder, wie so oft, also wenn das Feindbild wieder klarer wird und das Bedrohungsszenario zunimmt, trägt das ja auch dazu bei, dass die Leute anfangen, sich besser zu organisieren. Und wir erleben das ja gerade im Moment auch wieder total, sehe diese ganzen Hashtag-Kampagnen, sehe, also ich finde es wirklich immer wieder erstaunlich und so toll zu sehen, wie viel in diesen 10 Jahren, seit wir Missy gegründet haben, sich auch verändert hat. Ja, dass zum Beispiel es inzwischen eigentlich Standard ist, dass sich auch jüngere Frauen wieder als Feministinnen begreifen. Ja, und das stolz
Stolz auch sich aneignen. Das war wirklich, vergisst man schnell, aber vor 10 Jahren echt noch eine ganz andere Nummer. Da standen wir noch überall in der Presse und waren so, wir sind aber cool, ihr braucht keine Angst zu haben und so. Nein, wir sind total zugänglich und ganz wenig bedrohlich. Und das ist jetzt wirklich heute eine ganz andere Nummer, die wir inzwischen haben. Also insofern bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es auch bei den Dingen, die wir da jetzt gerade beobachten, um so eine Art ja, verzweifeltes Aufbäumen noch sich auch handelt an vielen Stellen, wo Leute eben einfach merken, da wird ihnen gerade ihre Machtbasis entzogen. Ja? Also Menschen, die es halt gewohnt sind, in einer privilegierten Position zu sein, sich auch tatsächlich angegriffen fühlen von Frauen, von anderen Minderheiten und Menschen, Queers, von Menschen, die eben auf einmal hoch auch kommen und eben für sich die gleichen Rechte beanspruchen und das als Bedrohung auch wahrnehmen, aber sie nehmen es als Bedrohung wahr, weil es auch wirklich die erfolgreichste soziale, der emanzipatorische Kampagne des vergangenen Jahrhunderts waren, weil die auch wirklich einfach schon sehr, sehr, sehr weit gekommen sind, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Das war jetzt so aufrufhafter, als ich es geplant hatte. Aber das ist jetzt schnell, oder? Finde ich gut. Janne, vielleicht, ja, ach so, was an. Dankeschön. Und zwar der populistische Feminismus, der sich ja gerade so ein bisschen sehr in die Medien wagt und auch kritisiert wird, vor allem von Andi Seisler, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die hat ein Buch geschrieben, das hieß Wir waren doch alle mal Feministinnen. Finde ich ganz spannend, weil sie da auch so einen Spruch benutzt, wie Beyoncé und weitere Terroristinnen, die nichts im Feminismus oder in der feministischen Welt oder in dieser Bewegung zu suchen haben, weil sie ja ein komplett falsches Bild übermitteln. Feminismus, Girl Power, Girl on the Line und sonst was. Was siehst du da? Also würdest du das befürworten? Meinst du, dass das, also ich finde, das ist halt ziemlich gefährlich, weil gar nicht der richtige Feminismus rüberkommt, sondern eigentlich nur die abgespeckte Version, die zur Kommerzialisierung ausreichend ist, aber für weitere tiefgründigere Sachen, wie der wirkliche Grundgedanke des Feminismus, der wird ja voll außer Acht gelassen und auch komplett irgendwie ausgeschottet, weil er ja nicht gut genug ist zum Verkauf. Also was ich an dem Buch sehr interessant fand, also zu Beyoncé, das habe ich anders verstanden, glaube ich, als du in dem Zusammenhang. Ich glaube, sie sagt ja, also das ist ja eine sehr beliebte Frage, darf Beyoncé Feministin sein? Ist Beyoncé Feministin? Das ist irgendwie so, scheint viele Leute sehr zu bewegen. Und sie sagt im Grunde, total egal. Und wem obliegt es, darüber zu urteilen, wer jetzt irgendwie einen Feminismus für sich irgendwie kennen darf oder repräsentieren dürfte. Und also das weist sie eher wieder von sich, war mein Eindruck. Was ich interessant finde und was ich sehr treffend finde, auch in dem Buch, ist eben diese Beobachtung, dass Feminismus auch, dass wir aufpassen müssen, dass Feminismus nicht einfach nur zu einer Marke oder etwas wird, das an uns zurückverkauft wird, in so einem, unter diesem Deckmäntelchen von, das ist ein Lifestyle, den kannst du konsumieren, wenn du dir halt das coole Feminist bedruckte T-Shirt kaufst oder die richtige Capsule Collection oder irgendwie diesen Menstruationscup oder die richtige Zyklus-App oder was auch immer. Also das ist ja eigentlich ihre Hauptkritik, dass es etwas ist, dass wir aufpassen müssen, dass es nicht einfach zu etwas Konsumierbarem wird, was in dem Moment dann eben auch entpolitisiert ist eigentlich von den politischen Forderungen, die Feministinnen gestellt haben, die dann wieder hinten runterfallen oder in Vergessenheit geraten. Ja, also dass es eben um solche Dinge geht wie Recht auf reproduktive Rechte, also die Abtreibung, um gleichen Lohn für gleiche Arbeit, um die gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und Carework und so weiter. Wer kümmert sich um Kinder, Alte? Und all das. Und dass sie, also mich hat das, ich fand das wieder sehr gut und mich hat das sehr beeindruckt, dass es wieder in dieser, also wie sehr sie da zurücktritt und sagt, es ist total egal. Also lasst euch nicht die Debatte darum, ob ihr euch persönlich jetzt die Beine oder die Achselhaare rasiert. Das ist ehrlich gesagt
total egal. Das ist, geht nicht, also diese, das sind Versuche, Feminismus wieder ins Private, ins Einzelne zu verlagern, aber Feminismus ist ein gesellschaftlicher Kampf, ist ein politischer Kampf auf einer strukturellen Ebene, den wir führen. Und dafür wird es, im Hinblick auf Lohngleichheit, ist es wahrscheinlich tendenziell ziemlich egal, ob ich privat mir jetzt die Achseln rasieren will oder das einfach wachsen lasse. So, das sind nicht die Debatten, um die es geht. Und das war so für mich der Kern, den ich daraus genommen habe. Das fand ich sehr gut als Aufruf, so als Erinnerung wieder. Beantwortet das deine Frage? Ja, ich habe mir das gut im aufgezogen. Ich würde an der Stelle eigentlich gerne einen Studierenden von mir zitieren, der heute nicht hier ist, aber der, wo wir auch über diesen Diskurs quasi gesprochen haben, was macht das, diese The Future is Female T-Shirts zu tragen und so. Und ich finde, er hat das eigentlich total gut auf den Punkt gebracht, weil er gesagt hat, es kann irgendwie nicht darum gehen, die Person, die dieses T-Shirt trägt und diesen Post zum Beispiel auf Instagram macht, zu kritisieren, sondern welche Bedingungen stecken dahinter, also was ist das System dahinter. Und das fand ich irgendwie so total wichtig, weil es ist so einfach, dann sozusagen wieder diese individuelle Konsumpraktik dahinter zu kritisieren und es damit dieses Problem sozusagen auch zu individualisieren, anstatt zu sagen, naja, welche kapitalistischen Logiken stecken dahinter, dass zum Beispiel diese Warenförmigkeit von vermeintlichen feministischen Positionierungen irgendwie auf einmal so sichtbar werden. Und das finde ich irgendwie total wichtig, dass wir uns darüber wieder bewusst werden, so wie wirkmächtig auch diese Normierungen sind oder diese Normative, wie stark die auch wirken, dass zum Beispiel man sich dazu hinreißen lässt, solche T-Shirts zu kaufen und auch das Gefühl zu haben, damit vielleicht eine Position auszudrücken, aber vielleicht nicht unbedingt in der Position ist, dieses System dahinter zu erkennen oder zu kritisieren. Und da müssen wir, glaube ich, hingucken. Ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich vorangeschritten sind. Ich würde so den Kreis so ein bisschen wieder schließen und noch eigentlich an euch beide rein und gerne fragen, inwieweit ihr glaubt, dass künstlerische Arbeit, speziell natürlich eure, aber auch die von Enrique Iglesias, einen Beitrag leistet zu diesem gesellschaftlichen Kampf. Wollt ihr das überhaupt mit Absicht? Wie schätzt ihr das ein? Also ist das was, worüber ihr nachdenkt, dass ihr wirklich Teil dieses gesellschaftlichen Kampfes seid? Und wie schätzt du das ein? Wie können sich künstlerische Positionen wirklich auswirken dann auf die Bewegung des Feminismus? Ich habe nur so ganz bescheidene Fragen. Ganz klein. Ja, also ich glaube ganz kurz, klar glauben wir das. Also ich finde das so allgemein gestellt total schwierig, weil ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche künstlerische Praktiken und ich meine jetzt eure. Ja, also ich glaube, dass wir uns permanent mit diesen Fragen beschäftigen und dass einmal um eine künstlerische Praktik geht, dass es einmal um Lebensweisen geht, dass das um politische Haltung geht, dass das um darum geht zu fragen, vielleicht Systeme und Strukturen in Sicht oder Machtverhältnisse in Sichtbarkeiten zu bringen und herauszufordern, zu triggern, zu immer wieder versuchen zu verschieben, Fragen zu stellen, herauszufordern. Ich glaube auch, immer wieder zu versuchen, nicht in einer Strategie zu sein, die dann wieder wahnsinnig eng führt, sondern darin, sich selber auch immer wieder herauszufordern. Und es darum geht, so permanent diese Arbeit daran zu leisten. So, und zwar nicht nur die Arbeit an feministischen Diskursen, sondern ich würde das schon so beschreiben, die Arbeit daran, bestimmte Machtstrukturen, Machtverhältnisse, Marginalisierung so in Sichtbarkeiten zu bringen und darin nach der Möglichkeit, also von nach Handlungsmöglichkeiten zu fragen. Ich
finde allgemeine Fragen manchmal sehr gut für die Antwort, die dann kommt. Ich würde mich dem eigentlich total anschließen und könnte das auch für mich sozusagen auf die Räume, in denen ich mich vielleicht stärker bewege, also auf Räume in Bildungsinstitutionen übersetzen, also oder übertragen, weil ich glaube auch, also es gibt sozusagen keine unschuldigen Räume oder es gibt auch keine apolitischen Räume und egal, ob ich mich jetzt in so universitären Räumen bewege oder in schulischen Räumen oder in so Kunsträumen wie dem des Theaters oder dieses Theaters, dann wirken ja hier auch bestimmte gesellschaftliche Strukturen und das ist auch kein machtfreier Raum. Und ich würde das unterstützen, dass es irgendwie auch für mich sehr stark darum geht, das als einen Prozess zu begreifen, der irgendwie auch nicht zu einem Ende kommt, weil was sollte das sein? Also das heißt, es geht irgendwie um ein permanentes Aushandeln auch, um ein permanentes Experimentieren auch. Und ich glaube, da ist vielleicht dieser Aspekt des Spielerischen, der seit gestern Abend auch immer wieder sich hier so reinwebt, total wichtig. Weil also wir müssen ja immer noch irgendwie so lustvoll, spielerisch nach anderen Möglichkeiten suchen wollen oder nach anderen Praktiken suchen wollen. Und ja, ich glaube, dann kann das natürlich irgendwie auch wirkmächtig werden, weil das ist ja ein Raum, in dem wir uns irgendwie real bewegen und real miteinander sprechen und der irgendwie sich fortschreibt in anderen Räumen. Und also wenn ich daran nicht glauben würde, dann weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, es hat irgendwelche Auswirkungen, hoffentlich. Ja, gibt es an dieser Stelle noch Fragen? Das ist eine einmalige Gelegenheit hier. Ich meine, ich habe ja aber... Ja. Ich habe eine Frage Richtung, was bedeutet für euch oder Schauspieler und Kunst das Thema Körper, was bedeutet, der Körper, ne, heutzutage? Und auch, es gibt eine Distanz auch zwischen dieser Digitalisierungswelt zwischen Frau und Männer. Oh. Intensivieren diese Distanz, weil ich eine Website oder ein Internet gefunden, zum Beispiel im Thema Sex zum Beispiel, dass die Männer heute haben diese Möglichkeit, Sex nur mit einer 3D-Brille und kann man auch eine Frau gucken und so, vielleicht, ich weiß nicht, ob ein Schauspieler ist und so, aber es ist möglich. Und meine Frage ist, diese Distanz ist mehr als früher zum Beispiel in dieser Feminismusgesellschaft als früher oder es intensivieren diese Distanz zwischen Männern und Frauen? So? Das Digitale, die Distanz zwischen, ja. Oder im Digitalen sich die Distanz intensiviert. Ich weiß nicht, ob sie stärker wird, aber ich glaube, was auf jeden Fall eine Beobachtung ist, es gab ja am Anfang diese Vorstellung, dass das Internet diese Verheißung sei von so einem Post-Gender-Raum. Ja, es gibt dieses berühmte On the Internet, no one knows you're a dog. Das ist quasi die eigene Identität und dann sitzt halt so ein Hund vom Rechner. Und im Grunde die Idee, es gab diese utopische Idee, dass es egal sein wird, weil dort sind wir jenseits unserer Körper, jenseits unserer geschlechtlichen Identitäten, alle würden gleich werden, gleiche Rechte, gleiche Chancen. Da hat man relativ schnell mit einer Crashlandung festgestellt, dass es nicht so ist und wir sehen das ja auch heute. Also es ist ganz klar so, dass es ja, sich bestimmte Dinge sogar noch verstärken, also zum Beispiel Frauen und auch nicht weiße Menschen oder gerade nicht weiße Frauen sind im Internet besonders stark Hass ausgesetzt, zum Beispiel. Also auf sozialen Medien werden sehr oft zum Ziel von Angriffen und auch in anderen Zusammenhängen sieht man, es ist überhaupt nicht so, dass es egal ist, sondern wie gesagt, die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die Machtauseinandersetzungen, die wir haben, die setzen sich eigentlich genauso im Digitalen und im Netz fort. Ich weiß nicht, ob es schlimmer oder größer geworden ist, der Rift. Ich würde eher sagen, er wird dort nochmal anders auch sichtbar, als er vielleicht sonst in anderen Zusammenhängen sichtbar ist. Was denkt ihr?
guck nochmal. Also ihr habt immer noch jetzt die letzte Gelegenheit. Ich sage es einfach nochmal. Wir sind sonst auch noch ein bisschen genau. Mehr, ja. Jetzt nicht genau. Vor allem irgendwas sagen. Genau, wir sind alle noch da und vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und bleibt noch da, genau. Und vielen Dank, Chris, Rahel und Jane, dass ihr hier ins Gespräch gekommen seid. Und danke ans FFT natürlich für dieses großartige Festival. Danke, schönen Tag.